Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 18.05.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, schauen wir in den heutigen Item Shop rein und da haben wir. Ups, das wollte ich so nicht. Jo, und wie wir sehen, es gibt nichts Neues. Also fangen wir mal ganz normal hier auf der linken Seite an, hier mit unserer Kuschel-Airline. Die ist wieder zurück. Ich finde das Ding mega cool. 10 von 10 für die Kuschel-Airline. Hammerteil. Und der Cuddle-Cruiser hat hier ein Voting von 3,5 von 5 bei 10 Votes. Am 2. April 2019 das erste Mal drin gewesen. Seitdem zweimal erst 10 Reminders. Für 800 V-Bucks vor allem. Das ist relativ günstig, muss man sagen. Ein mega cooles Teil. Ja, so rum. Da. Cuddle Cruiser. Gucken wir mal in das heutige Voting rein. Da haben wir derzeit 1390 Love It's, 958 It's Meh und 1435 Hate It's. So. Jo, weiter geht's. Hier haben wir jetzt die Kuschelkrallen. Ja. 6 von 10 für die Kuschelkrallen. Cuddle. Cuddle. Cuddle Paw. Cuddle Paw heißt das Ding. 3,59 von 5 bei 17 Votes. Und die Kuschelbeauftragte. Oh, ihr wisst, ich hasse das Teil. Ihr wisst, ich hasse es. 4 von 10. Ja, komm. Inzwischen weichgespült. 5 von 10. So, das Bärchen hier. Ich weiß, ihr liebt das Teil. 4,21 von 5 bei 237 Votes. 239 Reminders. Übelst. Übelst, übelst, übelst. Für 2000 V-Bucks die Kuschelbeauftragte. Sind wir hier durch? Dann geht's zu der Patronella. Rambo-Verschnitt. In weiblicher Form. Ich finde sie cool. Kriegt von mir 7 von 10. Das ist die Bandolette. Und die Bandolette hat hier momentan 3,87 von 5 bei 31 Votes. Am 10. März 2019 saß man drin. Ist viermal seitdem 91 Reminders. Für 1200 V-Bucks die Bandolette. Dann haben wir die Machete. Für 500 V-Bucks. Ja. Kriegt von mir 7 von 10. Das ist diese Machete. 3,58 von 5 bei 12 Votes. Am 10. März 2019 ist erstmal drin gewesen. 4 mal 7 Reminders. Für 1200 V-Bucks der Heli. 10 von 10. Zershoppbar. Zershoppbar. Und der Shopper hat 3,76 von 5 bei 17 Votes. Sind wir hier auch schon durch? Ja, ist schon ein Wix-Set, brauche ich jetzt nicht nochmal extra vorzustellen. Das haben wir ja bereits gestern alles soweit gemacht. Wir können einfach mal ganz kurz durchklicken, was wir so an derzeitigen Noten haben. Für die einzelnen Sachen. Und dann sollte das gut sein. So, gucken wir mal ganz kurz hier rein. Hier haben wir für den John Wick 3,92 von 5 bei 39 Votes. Wenn ihr gerne das Video sehen möchtet, oben in der rechten Ecke verlinkt. Dann haben wir Be Seeing You 4,38 von 5 bei 8 Votes. Dann haben wir Bulletproof 4,13 von 5 bei 8 Votes. Simple Sledge 3,81 von 5 bei 16 Votes. Und die Assassin-Lackierung 4,25 von 5 bei 8 Votes. Da sind wir ziemlich schnell durch jetzt hier bei dem Teil. Ich klicke mich auch nochmal ganz kurz durch. Mega geil. Ja, und dann geht es auch schon zu den Daily Items. Haben wir die Shadow Ops 7 von 10.
für Shadow Ops Voting. 4,32 von 5 bei 62 Votes am 15. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. Das ist Wahnsinn, 2017 schon. 29 Mal im Shop, 90 Reminders für 1500 V-Bucks Shadow Ops. Häschen hüpf. Haben wir ein separates Video, könnt ihr gerne nachschauen, oben in der rechten Ecke. Das Teil finde ich richtig cool irgendwo. Kriegt von mir 9 von 10. Bunny Hop. Und Bunny Hop hat hier 3,74 von 5 bei 19 Votes. Am 20. April 2019 ist das erste Mal drin gewesen. 3x 19 Reminders. Digitales Grau. Klicken wir uns hier. Ui, finde ich ganz nice. Gefällt mir persönlich ziemlich gut, muss ich sagen. Für 300 V-Bucks 7 von 10. 2,75 von 5 bei 8 Votes. Am 15. April 2019 das erste Mal drin gewesen. Der Sternenstab. Oh, guck mal, was das da alles blinkt und hier funkelt und so. Ui. Oh. Schön. Sternchen, Sternchen, Sternchen. Für 800 V-Bucks. Das Teil ist richtig cool. Kriegt von mir 9 von 10. Auch wenn es ein bisschen bescheuert aussieht. So. Aber die Effekte finde ich eigentlich ganz cool. Haben wir 3,5 von 5 bei 14 Votes. 19. März 2019 das erste Mal drin gewesen. 3x 21 Reminders. Dann haben wir den hier den Whiplash. Oder auch Boxenstopp für 800 V-Bucks. 7 von 10. 4,02 von 5 bei 54 Votes. Am 3. April 2018 das erste Mal drin gewesen. 26 Mal. Seitdem 82 Reminders. Und dann haben wir den Erderschütterer, auch mega cool, für 200 V-Bucks das Teil. Kriegt von mir auch 9 von 10, habe ich mir selber auch gegönnt. Das ist der der Ground Pound. Und der Ground Pound hat 3,47 von 5 bei 17 Votes. Am 5. Januar 2019 ist das erste Mal drin gewesen, 5 Mal seitdem, 27 Reminders. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal an, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss, ich freue mich auf euch.